Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken. Im letzten Part. War das der letzte? Ich glaube schon. Dort haben wir beschlossen, nicht hier alle Crocs zu sammeln, weil das echt mühsam wegen einer gewissen Fähigkeit, die uns noch fehlt. Und deshalb verschieben wir das auf nachher. Zuerst gehen wir zu diesem Titan hier. Und ich habe ja schon in einem meiner letzten Videos gesagt, hey, war das ein Sternenstub? Nee. Ich habe ja schon in einem meiner letzten Videos erwähnt. Hey. Na, stimmt, die Erinnerung haben wir hier auch noch. Ja, komm, die markiere ich mir mal mit einer Schatztruhe, so wie alle. Und gehen weiter. Weil. Also zuerst zum Thema. Ich habe nachdem wir mit Impa gesprochen haben und nach einiger Zeit habe ich auch gesagt, hey, wir werden den ersten Titan höchstwahrscheinlich jetzt Part 40 machen oder so. Und das erfüllt sich jetzt schon. Weil es ist schon Part 40. Fast Part 40. Also noch nicht ganz Part 40. Ich glaube, jetzt sind wir. Aha, okay. Danke dir, Bro. Jetzt sollten wir, glaube ich, bei Part 35 sein. Und ja, ich glaube, bis wir da sind und den Eintritt in den Titan machen, wird noch gute 5 Parts dauern. By the way, das Video kommt jetzt heute, also am Sonntag. Dann, wenn ich es aufnehme. Und dann kommt noch morgen ein Splatoon-Video. Am Dienstag kommt nichts. Wobei doch, stimmt, dort haben wir frei. Also dort ist ein Feiertag und an dem Tag kann ich ja auch aufnehmen. Oh mein Gott, hat der ein nice Schwert. Bra, das brauche ich. Gib das mir. Jetzt sofort. Ja, Waffentasche voll, genau, du mich auch. Komm, dann hau das da weg. Oh, Bra, was ein Chaos. Was ein Chaos. Ich glaube, den sollten. Oder nein, wir sprengen das Ganze hier in die Luft. Ja. Jetzt sollten ein paar geschwächt sein und vor allem einige sollten jetzt tot sein. Bro, ich sagte, du solltest tot sein. Du auch. Jo, der hat ein Ritterschild. Bro, nicht verschwenden. Warum habe ich Feuerpfeile ausgerüstet? Boah, instant schon ein richtiges Chaos am Anfang. Und an solchen Stellen wäre es jetzt echt nicht schlecht, die Fähigkeit zu haben, von der ich gerade gesprochen habe. Weil dann. Na, ich will jetzt nicht so viel spoilern. Bats weg! Jo, schön den Schädel gespaltet. Und jetzt nur noch du. Komm schon, trau dich. Würde ich den Ausweichkonter mal schaffen? Yes! Auf jeden Fall, ich dachte zuerst, es kommen nur 2 Videos, weil zeitlich gesehen würde es überhaupt nicht hinhauen, jetzt noch ein Video aufzunehmen. Aber stimmt, Feiertag und dann sollte alles passen. So, einmal Königsschwert. Dieses Schwert bekamen nur verdiente Veteranen vom König verliehen. Es verbindet eine ausgeschmeichelte Form mit äußerst hoher Angriff. Masterschwert, mein Lieblingsschwert. Ritterschild. Schild der Ritter von Hyrule. Dank seines robusten Metalls auch für große Schlachten. Des hohen Gewichts kein Schild für Anfänger. Bro, und was laberst du? Logisch nehme ich das Schwert mit. Wie gesagt, die Waffe brauchen wir noch für eine Nebenquest. Warum habe ich 2 Hammer? Weg. Und da lebt noch einer, oder?
Naja, ist ja auch egal. Passt ja doch alles. Auch wenn die Videos jetzt in einer komplett Wild und dann zweimal Splatoon. Oder soll ich Breath Wild machen? Splatoon und dann wieder Breath Wild. Ich glaube, so werde ich es dann machen. Ach so, dich habe ich schon fotografiert. Aber ich habe jetzt keine Chance, den mir. Ich habe jetzt echt keine Chance, den noch zu treffen. Ja, komm, die Truhe sagen wir noch ab und dann gehen wir weiter unseres Weges. Aber ich habe doch schon einen, aber momentan mangelt es uns echt an Bögen. Und auf der Säule könnte ich mir vorstellen, dass da was ist. Leute, ich hol mal schnell Rivali. Ich habe das gesamte Zeitgewand. So. Jetzt. Yeah. Wobei, ich könnte noch ein Foto machen. Was habe ich noch nicht? Was habe ich noch nicht? Von den Waffen. Nein. Von den Waffen. Ja, hier. Königsschwert. Mach doch Foto. So. Weil ja, ich weiß, man kann halt Fotos kaufen, aber es wird dann viel zu teuer, finde ich. Wenn wir von Anfang an alle Fotos kaufen. Weil ich habe bei meinem ersten Run 25.000 Rubine gezahlt. Weil ich habe halt auch so wenig fotografiert. Wobei, ich glaube, Items hatte ich fast alles. Ich glaube, das haben mir nur zwei gefehlt. Bei Monstern hat es natürlich gemangelt. Und ich glaube, Tiere haben mir gefehlt. Also rund um die 15, glaube ich. Und Bosse natürlich. Ey, Epona kommt! Starke Leistung. Ich wollte dich nicht mal rufen. Geil. Jetzt können wir mit Epona unseren Weg fortsetzen. Und nebenbei Crocs holen. Ich glaube, ich gehe jetzt sogar zum Tor. So ein random Gedanke, der mir gerade einfällt. Eigentlich überhaupt nicht der Plan für heute gewesen, aber wenn ich schon mal hier bin, warum nicht? Bevor ich weiter reite, lieber Amiibo einscannen. Sonst vergesse ich es noch. Geh, Wally. Au! Ja, geil, jetzt ist der Bockpin dort aufgewacht. Oh, geil, Soldatenbogen. Ich schick dich zur Hölle. Komm, wart's nur ab. Wart's nur ab. Stell dich mir. By the way, warum habe ich meinen heftigen Schild ausgerüstet? Ich will doch manchmal echt nicht pfeifen. Epona, wenn du drauf gehst, dein Problem. So. Hast, glaube ich, ein paar Schläge bekommen, oder? Muss man dich auch? Nee, du geltest leider nur als Pferd. Ah ja, stimmt. Epona ist ja nur... Ja, perfekt. Epona ist ja nur per Amiibo Ding. Also... Kann man sie ins Spiel rufen? Glaube ich. Oder wurde gesagt, dass man sie auch in der freien Natur finden kann? Das wüsste ich jetzt leider nicht. Und ich glaube, dich habe ich auch noch nicht. Und das hat sich bewahrheitet. Ich glaube, deine schreckliche... Also doch schon. Fast blind und ich bin ausgewichen mit deiner Amiibo in der Hand.
Nur mal so zum sagen, Ausweich-Content mit deiner Amiibo in der Hand. Ups. So, und jetzt die Majora's Mask Link Amiibo. Auch wenn ich glaube, du bekommst den geilen Scheiß erst, wenn du einen Titan erledigt hast. Okay, ich habe nichts gesagt. Und jetzt noch Skyward Sword Link. Ja, aber weißt du, bring mich hier halt noch um. Ist mir by the way auch schon mal passiert, ich bin durch ein Amiibo verreckt. Weil ich bin halt so jemand, der wartet bis zur letzten Sekunde auf eine Heilung. Weil ich denke mir immer, ja komm, das schaffst du auf ganz entspannt. Noch bis zum nächsten Schrein oder mehr oder weniger bis zur nächsten Gratisheilung, also bis zum nächsten Stall. Ja, nee. Und ich schwöre euch, wenn hier ein Krog ist, nein, zum Glück nicht. By the way, was habt ihr für Waffen? Nichts Gutes. Und da seht ihr die Quelle der großen Fee. Der zweiten großen Fee. Ich glaube, wäre ich jetzt nicht abgesprungen, hätte Epona... Weil ich hätte nochmal Gas gegeben. Tut mir leid, Kumpel. Als ob. What the hell? Wieso habe ich jetzt Damage genommen? Also wieso hat sich der Zeitlupenbonus nicht aktiviert? Boah, aber das triggert mich so, wenn ich Maxi-Sachen erhalte, aber die schon geröstet sind. Bra, guck, ich hätte die zu etwas viel geilerem verkochen können. Was droppst du? Nichts Gutes. Oh, das sind drei Stück. Hallo. Ich will ein Foto haben, also ich bin ein ganz großer Fan. Und ich ziehe jetzt Leine. Klettern. Jetzt ist Klettern angesagt. Wobei sind die Spinner weg? Boah, aber ich muss immer wieder mit der Steuerung zurechtkommen. Weil es gibt Spiele. Dort kommt es auf deine Blickrichtung an, wo du hinläufst. Ja, Breath of the Wild zwar auch. Aber dort ist es viel angenehmer. Sind das meine verschossenen Pfeile? Nee, oder? Bro, ich schwöre dir, wenn du nicht deine Klappe hältst. Dann mache ich dich kalt. Wie viele Bombpfeile habe ich eigentlich? Ja, moin, 33. Weil ich finde halt Bombenpfeile irgendwie immer noch so wertvoll, dass ich die halt nicht gerne einfach verbrauche. Obwohl ich so viele von denen habe, by the way. Ich glaube, ich sollte mich zuerst um den Schwarzen kümmern. Ja, um den Schwarzen wurde sich gekümmert. Auch wenn er ein starkes Schild hatte. Ja, meine Schilder sind jetzt auch nicht ohne. Also ich habe auch gute. Mal, muss ich das fotografieren? Nein. Das Auge des Hasses habe ich das immer genannt, aber ich weiß nicht, ob das so heißt. Melles Auge halt. Und Leute, jetzt kommt etwas, was ich sehr, sehr schade finde, dass das nicht an mehreren Stellen eingebaut wurde. Dass Sachen einfach nur kaputt gehen können durch eine Sprengung und umfallen. Ihr seht das Auge dort. Schaut euch das jetzt an.
Das hätte man ruhig an mehreren Stellen im Spiel einbauen können. Halt einfach nur so optional. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gegen irgendeine Säule, die schon ein wenig kaputt ist, so eine Bombe schmeiße, die sprenge, dass die Säule dann umfällt. Und das könnte man auch so gut in die Angriffstaktik reinmachen, weil normalerweise ist das halt eigentlich nur Wachturm ausschalten und kümmert dich halt einfach um die Gegner. By the way, wir sind schon fast beim ersten Titanen und ich habe immer noch nicht die Module verbessert. Obwohl ich schon längst die nötigen Materialien dazu hätte, aber... Leute, nach dem Turm sehen wir uns gleich wieder. Aber in Hatteno. Ich finde das viel... Ich habe ja schon, glaube ich, einmal angekündigt, ich werde so eine Art Projekt machen. Dynasty wird sich das nennen. Ja, ist abgeleitet von Minecraft Dynasty, dort mit Kroko und ja. Aber ich fand das geil und habe gesagt, nee, Leute, kommt. Es wird zwar strenge Regeln geben, damit das Spiel halt auch fair bleibt. Zum Beispiel, du darfst nur Krieg erklären, wenn irgendwer was verbrochen hat. Oder du darfst andere nur abschlachten, wenn der irgendetwas gemacht hat, was gegen die Regeln war. Krieg stattfindet. Man kann Bündnisse machen. Man kann Riesenteams gründen. Also echt, wirklich. Ich habe mir dort sehr viel überlegt. Ich hoffe, das wird so umgesetzt, wie ich es vorhabe, aber ich habe halt bei einigen echt Angst, dass die das Spiel verbocken. Aber für sowas gibt es natürlich auch ein Kick oder gibt es sogar Bann. Ich weiß nicht, ob man auf seinem eigenen Server noch bannen kann. Minecraft, also Java-Version wird es sein. Und ich muss noch mich genauer erkundigen, wie man selber Maps gestaltet, weil ich habe schon vor, das in einer Custom-Map abspielen zu lassen. So rund und in verschiedene Biome. So, dein Angebot. Hier antike Materialien. Ja, bitte. Chica-Sensor. Ja, stimmt, den Chica-Sensor haben wir auch noch nicht verstärkt. By the way, ich fasse mal kurz zusammen, was die gesagt hat. Kachika, 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 Kachika. Nein, Spaß. Die hat halt gesagt einfach, dass, also kurz mal die Erklärung, was die bessere Version ist. Wir können damit Sachen orten außer Schreine. Also außer Schreine. Wir können alles orten jetzt. Sei es ein Wolf, sei es halt alles, von dem wir ein Foto machen können, können wir auch orten. Und das ist für manche Sachen sehr, sehr geil. Für andere sehr unnötig, wie ich finde. Weil wenn du jetzt zum Beispiel alle Waffen des Spielers haben willst und dann alle Fotos kaufst, dann stimmt die Quest. Jetzt wird es sogar eine Quest geben. Haben wir Blutlinge? Oder habe ich die alle verkocht? Ja, perfekt. Bombenmodul. Ja, ich finde halt Bombenmodul ganz wichtig, weil dann, ich glaube, dann sind sie stärker, erstens. Und zweitens, da bin ich mir ganz sicher, der Cooldown geht schneller vorüber. Ja. Auf jeden Fall nochmal schnell zum Ding-Thema, zum Minecraft-Thema. Ich würde sagen, also ich werde auf jeden Fall Videos darüber machen, aber ich schätze mal keine Streams. Weil, Leute, by the way, vielen, vielen Dank für 31 Abonnenten. Wie krank war das vor allem? Ich habe in einem Part einfach so gesagt, ich glaube, wir haben 29 Abonnenten. Nachher gehe ich so YouTube Studios rein, um nachzuschauen, wie viele ich wirklich habe, ob es jetzt weniger wurden oder mehr. Bam. Ich richtig am Ausrasten. Einfach verdammte 31 Abonnenten.
Danke. Und Leute, wir kommen den 50 immer näher. Und natürlich werde ich mein Versprechen halten und ab 50 entweder den ersten Stream machen. Oder, wenn wir bis dahin noch nicht die 50 erreicht haben, den Ding. Also, dann werde ich trotzdem einen Stream machen, aber halt nur, wenn es sein muss. Versteht ihr? Wenn wir 50 Abonnenten haben, dann werden regelmäßig Streams kommen. Also, was heißt hier regelmäßig? Es werden halt manchmal Minecraft-Streams kommen, würde ich sagen. Und, ja. Zuerst sprechen wir mit dir. Guten Tag. Endlich hast du den Chica-Sensor Plus. Der sollte sehr praktisch sein. Laut der Einschlägigkeit-Literatur kannst du damit nach Objekten suchen, die du mit dem Fotomodul aufgenommen hast. Aber das ist alles graue Theorie. Probieren geht über Studieren. Also mal sehen. Könntest du zuerst den Glutling hinter dem Institut mithilfe des Fotomoduls aufnehmen? So, das wollte ich jetzt schon etwas länger ausprobieren. Kann ich auch. Einfach nur diesen Glutling nehmen. Ja, das geht. Tatsächlich. Das heißt, das muss irgendein Glutling sein. Ja. Hast du ein Foto eines Glutlings aufgenommen? Jawohl. Lass mich sehen. Du scheinst den Glutling fotografiert zu haben. Vielen Dank. Öffne danach einfach das Hyrule-Handbuch und registriere das Foto des Glutlings. Dann kann der Chica-Sensor Plus dir Glutlinge in deiner Nähe anzeigen. Da auf dem Tisch liegt ein kleines Traktat über seine Verwendung. Lies es am besten kurz mal durch. Und wo du schon so ein schönes Foto gemacht hast, bringst du mir 3 Glutlinge. Im Expa-Wald nördlich von hier müssten welche wachsen. Suche sie mit dem Chica-Sensor Plus. Ja. Oh, du hast Glutlinge gefunden. Könnte ich dann 3 von den 1 Glutlingen bekommen? In Ordnung. Bruder, das finde ich so geil. Du kannst auch so einfach so auf Nö gehen. Vielen Dank. Hier, ich möchte mich erkenntlich zeigen. Guter Tausch. Was hältst du von der Verbindung vom Chica, vom Hyrule Handbuch und Chica Sensor Plus? Wenn du wieder schreine, deine Karte aus. Erst den Chica Sensor und dann schreine. Ach ja, ich wollte noch wegen einer anderen Sache mit dir sprechen. Wenn du etwas Zeit hast, sag mir Bescheid. Kommt jetzt eine neue Quest? Nein. Also der würde gerne sprechen darüber, weil bei ihm kann man sich die Fotos kaufen. Ja. Und zurück hierhin. Und noch was halt zu den Streams. 50 Abonnenten. Also regelmäßig in Anführungszeichen. Es kommen manchmal Streams, manchmal eher weniger. Zum Beispiel Splatfest. Dort wäre ich ganz froh, wenn wir die 50 Abonnenten erreichen. Falls nicht, ich werde mir Discord herunterladen und dann wird es höchstwahrscheinlich, also ich sag nur höchstwahrscheinlich, falls alles passt, ein Video mit Lunacraft aufnehmen. Also per Discord. Ja. So schnell geht das. Bra. Und jetzt die ganze Zeit nicht an mich geglaubt haben in meiner Klasse. Die sich die ganze Zeit so gesagt haben, ja komm, ja das schaffst du, das schaffst du. Also mit einem komischen Grinsen im Gesicht. Da habt ihr's. Nee, hast du mir das allen das Foto verdorben? Okay, das ist eindeutig viel, viel geiler. Bra, danke. Okay, beide Fotos viel geiler. Und was bist du? Nur ein Schatten, der aussah wie ein Frosch. Ipuna? Ja, okay, Ipuna kommt. Och nee. Ich weiß, was uns hier erwartet. Hier bin ich mal richtig aufgeschrocken. Weil, man kann es kaum glauben, aber mitten auf dem Weg. Nintendo, ich habe keine Ahnung, wie ihr auf diese Idee gekommen seid. Mitten auf dem Weg
einen Ivarok hinzupacken. Mach das doch gleich mit Leunen. Wobei haben sie auch schon gemacht. Mit der Anellspitze. Ja, perfekt. Ja. Oh, ich dachte, ich falle jetzt die ganze Schlucht herunter und knall voll ins Wasser. Bra. Weißt du was, dann regel ich es halt so. Jetzt fall um und ich klettere hoch und nehme dich jetzt auseinander. Läuft. Yes! Oh mein Gott, er hätte mich gerade abgeschüttelt, aber Link hat's noch geschafft. Oh, es hat sich sogar gelohnt, ein Diamant und richtig, richtig viele Opale. Und Bernstein vor allem. Ich kann mich nicht erinnern, wann sich zuletzt ein Ivarok-Kampf so heftig gelohnt hat. Ja, ich glaube, jetzt sollten wir lieber mal heilen. Nun ja, aber ich... Also warum die 50... Also 50 Abonnenten-Grenze? Warum erst ab 50 Abonnenten Streams? Ganz einfach aus dem Grund... Weil ich will ja nicht alleine Streams machen. Also ich will ja nicht ganz alleine da hocken und streamen ohne Community. Und da fände ich schon irgendwie nicer, wenn ihr auch dabei wärt. Ein paar Sachen in den Chat schreibt. Wie gesagt, ihr könnt auch in den Kommentaren Fragen stellen. Dann kann ich wenigstens in den Videos was Richtiges behandeln. Und nicht nur Zukunftspläne und das. Danke. Was ihr by the way auch machen könnt, ist, falls ihr den Abo-Button noch nicht gedrückt habt, gerne drücken. Dann wird er so komisch grau und das bedeutet was sehr, sehr Gutes. Und ihr könnt auch gerne liken, falls euch das Video natürlich gefällt. Und außerdem, ich bin... By the way, habe ich den Ivarok markiert? Warum die Markiererei, fragt ihr euch sicher. Damit ich am Ende die Bosse alle leichter finden kann. Kein Ivarok. Wäre auch ein bisschen komisch. By the way, kann ich jetzt hier Tabantaweizen rausbekommen? Nein, aber eine Kröte. Nochmal. Also ich habe echt kein Glück. Yes, endlich! Tabanta-Weizen. Ein Getreide, das ausschließlich in der... Oh, sorry. Tabanta-Region angebaut wird. Bevor man es zum Kochen und Backen verwendet, wird es zu feinem Mehl zermahlen. Nachdem habe ich die ganze Zeit gesucht, weil dann kann ich so geilen Kuchen backen. Und nicht nur Kuchen. Viele andere Sachen gehen auch. Weil es ist ja eigentlich Mehl. Rein theoretisch. Nur hier halt in der Weizenform. Ich nehme mal 5 Stück mit. Es klappt sogar. Hätte ich nicht erwartet. Ja. Und ein paar Spurtkröten wurden auch eingepackt. Dort zum Baum gehen wir noch und... Boah, der Schatten kam jetzt unerwartet, aber das ist der Titan. Boah, ich habe echt keinen Bock, dass mich Wölfe angreifen. Deswegen lieber davor anschießen. Ja, du wagst es. Immer der eine. Yo, ey. Bra. Dein Opfer war nicht umsonst. Woher kommt das Signal? Ja, von hier, oder? Was, jetzt gibt's hier irgendwo...
Meines Wissens nach sollte es hier keinen Schrein geben. Ach so, doch, ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Dort unten. Ich frage mich, wer sich auch dorthin portet. Wenn, dann portest du dich doch hier hoch. By the way, auch eine Sache, die ich nie verstehen werde. Warum sind die Teile magnetisch, wenn ich die nicht mal erfassen kann? Also ich kann die schon erfassen. Aber der Magnet kann sie halt einfach nicht bewegen. By the way, ich kann das jetzt nicht zeigen, weil das Magnetmodul nie ein Upgrade bekommen wird. Und bitte sei da, Krog. Bitte. Sonst bin ich jetzt den unnötigen Weg hier hochgelaufen. Yes, es hat sich sowas von gelohnt. Und Kumpel, du hast die letzten Worte. Was sagst du? Tschüssi. Leute, ihr habt ihn gehört. Lasst ein Like da und Abo. Ich habe schon vorhin erwähnt. Und dann tschüssi. Wenn die Aufnahme... Ja. Tschüssi.